sehr einladend. Na, hier lässt es doch leben. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Mit Gas. Mit Gas gefüllt. Ja, eine Ecke abbricht, das wäre natürlich blöd. Können wir die nehmen? An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Nemo an mich selbst, vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Okay, da gehen wir mal rein, holen wir die Knickerfolie. Und raus. Und dann backen wir mal diese die Gläser. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Prophet Rufus. Hey, hallo? Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Nicht so richtig. Ey, du Vollidiot. Hallo. Sie können hier nicht parken. Na, schönen Dank. Kriegen wir den noch? Dürfen den verprügeln? Rufus ist doch nie so gewesen. Hey, du da. Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Wer bist du überhaupt? Was treibst du da eigentlich? Was hast du nur getan? Ja, was nehmen wir denn mal? Ja, und nochmal herzlich willkommen zurück zu... Let's Play the Pony... Herzlich willkommen zu Let's Play the Pony, ja, Doomsday. Den mittlerweile schon vierten Teil der Doomsday-Reihe... der The Pony-Reihe. Wie gesagt, ich spiele es jetzt auch bloß und Let's Play jetzt auch bloß, weil ich es noch nie geschafft habe, dieses Spiel durchzuspielen. Und ich habe mich auch nirgends damit bis heute gespoilert. Und ich hatte jetzt mal so Bock da drauf, den Boden ja mal durchzuspielen. Und da dachte ich mir, ja komm, warum bloß ich allein? Ich nehme euch auf diese wunderbare, lustige Reise mal mit. Weil es ist wirklich schön durchgedreht und durchgeknallt, wie alle Spiele von der Delik und von Herrn Pugi. Wie auch immer heißt. Okay, wer bist du überhaupt? Wir fangen mal oben an. Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignoriere mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Na, viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Aha. Na, was treibst denn du da eigentlich? Was soll das heißen, kein Kontakt? Gilt kein Kontakt nur für mich oder auch für die Kristallgläser meiner Freundin? Gilt kein Kontakt nur für mich oder auch für die Kristallgläser meiner Freundin? Ich hab doch nicht etwa... Oh doch. Beim rückwärts einparken. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja. Aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch... Es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du... Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden.
Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, die Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. Ja, na gut. Wer bist du denn überhaupt? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der 4. Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja, wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Gerade eben, oder? was treibst du da eigentlich? Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? Na komm, das musst du doch wissen, was oder? Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Aha. Was ist aus... Kein Kontakt nur geworden, junger Herr. Ah, ich liebe den Rufus. Das ist so ein egozentrisches kleines Arschloch. Man, die kann man einfach bloß lieben und mögen. Ich wünsche dich was mir ist auch denn aus kein Kontakt geworden? Dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... Die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? cool. Was treibst du da eigentlich? Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. In der Zeit. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. Furchtbar. Und wenn ihr überlegt, wie sehr euch Gas habt, Rufus, Toni und du. Na gut, wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Na gut, wie meinst du das, die Zeit zurückdrehen? Wie ich es sage. Ich habe ein Gerät erfunden, um Unfälle zu vermeiden, nachdem sie geschehen sind. Es speichert einen Zustand der Raumzeit ab, bevor ich rückwärts einparke. Also du hast eine Zeitmaschine erfunden und benutzt sie als Einparkhilfe? Du bist ein vierdimensionaler Waschlappen, McChronic. Eigentlich sollte ich sie gar nicht benutzen. Man stelle sich vor, diese Technologie würde in unverantwortliche Hände geraten. Oh ja, das wäre schlimm. Halte ich das Ding ein? Ich hätte niemals hierher kommen dürfen. Ein Fehler, der sich ja leicht korrigieren lässt. Indem ich an dieser Kurbel hier drehe? Nein, warte! Ja. Okay. Tata, lassen Sie mich durch! Ich bin Prophet! Was kribbelt denn da so auf der Fontanelle? Ist das etwa die synaptische Sensation, mich an Dinge zu erinnern, die noch gar nicht passiert sind? Hallo, Mr. Rufus. Was? Moment, ich kenne dich. Du bist McChronicle. McChronic. Aber das hieße ja, du kannst dich erinnern? Na und ob? Du hast die Gläser kaputt gefahren. Verblüffend. Nicht halb so verblüffend wie deine Popelbremse. Aber apropos verblüffend. Wie zum Kehricht ist das alles nur möglich? Wir reden gleich drüber. Kannst du mich bitte zuerst einweisen? Ich will meinen Fauxpas von eben nicht wiederholen. Du meinst den von gleich? Nein, ich glaube, es wäre jetzt bereits eben gewesen. Himmel, das könnte wieder einer dieser Tage werden. Bist du bereit? Ach, was soll's. Gib Gummi. Genau, gib Gummi. Komm ein bisschen her. Kommen. Meine Frage, wieso bleibt er eigentlich nicht einfach hier stehen? Wieso will der unbedingt an diese Gläser ranfahren? Kann mir das mal einer erklären?
Typen würde mich mal schon irgendwie brennend interessieren. Irgendjemand nicht? Stopp! Stopp! Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich. Du hast dich ja noch gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Weil du dort auch beugen kannst und aussteigen und was weiß ich, was du da machen kannst, Idiotenkind. Kommen. Ja. Nanu, da war doch eben noch ein Elefant. Hier geht heute etwas vor, wovon sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt. Ich glaube, ich trinke zu viel. Ich sehe rosa Elefanten. Na. Oh nee, nicht schon wieder. Ach, Mann. Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Tja, da wollte ich mir mal Gedanken machen. Herr Rufus. Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay. Mensch, Kunde, du hast schon wieder unsere Zwischenhaupt gefahren. Hat es funktioniert? Nichts hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Ich finde das geil. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Wo versteckt sich dieses Mistvieh nur? Ja, das frage ich mich jetzt aber auch. Okay, wir schauen uns jetzt mal erstmal hier um. Was haben wir denn hier? Ein Nilboot. Was macht der denn? Können wir den aufmachen? Können wir einen Knopf drücken? Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Können wir aufmachen? Oh, was haben wir hier alles? Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Aha. Ein Fach für paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Aha. Verstärkungsglieder und so. Ja, da habe ich doch alles zu Hause. Hat doch wohl jeder von uns, oder? Eiswürfelspender. Na, ich bin Eiswürfel. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Komm, wir haben da draußen 5 Grad Minus. Ich will einen Eiswürfel. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Ich will einen Eiswürfel und den auf dem Balkon legen. Da schmilzt er wenigstens nicht. Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Na ja, gut. Kommen wir irgendwie raus wieder? Kommen wir irgendwie wieder hier raus? Hallo? Hallo? Achso, gut. Okay. Was haben wir denn eigentlich hier? Eine Türe. Hier drücken wir mal kurz die leerteste. Damit können wir der Konokar, die Kurbel, nicht erkundet. Ich will mal in diese Türe will ich mal rein und mal schauen, was da los ist. Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Au, das ist es geil. Ich könnte mich da drüber zerfetzen. Wir reden nochmal mit Mac Chronicle, oder? Hey Mac, na, ist die Welt schon untergegangen? Ich fürchte ja. Aber ganz sicher bin ich mir erst, wenn es wieder passiert. Ach so. Und schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? Hier läuft ein rosa Elefant frei herum, der mich beim Einweisen stört. Meinst du, bei meinem Traum handelt es sich um eine Zeitanomalie? Wollen wir die Zeit zurückdrehen? Wir fangen mal oben an. Schon irgendwelche Zeitanomalien eingefangen? So funktioniert das nicht. Vielleicht hältst du die Angel falsch rum. Das ist keine Angel. Das ist ein Gerät zur Messung von Quantenüberlagerungen. Und da wunderst du dich, dass keiner anbeißt? Okay. Wir nehmen als nächstes, hier läuft ein rosa Elefant herum. Hier läuft ein rosa Elefant herum, der mich beim Einweisen stört. Ein rosa Elefant? Das ist hochgradig beunruhigend. Es könnte die Vorhut einer rosa Stampede sein. Oder der Zeitreset hat einen schadhaften Einfluss auf dein zentrales Nervensystem.
Unmöglich. Ich habe mein Nervensystem mit heißem Blei ausgegossen, um meine Vorstellungskraft zu verdoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Tja, ich schon. Mhm. Was haben wir denn? Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Meinst du bei meinem Traum? Ja, okay. Ich muss auch dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Ich höre auch auf mit Trinken. Ich spür's. Ab morgen. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Aha. Aha. Was haben wir denn noch? Meinst du, mein Traum handelt sich bei meinem Traum handelt es sich auch um so eine Zeitanomalie? Möglich. Wovon handelte er? Ich habe eine Elysianerin vor dem Organon gerettet. Und zusammen haben wir... Keine Einzelheiten, bitte. Ich bin mir sicher, dass es nur ein Traum war. Und ein recht verbreiteter dazu. Aha. Man sieht sich oder mal die Zeit zurückdrehen? Ja, komm, wir drehen nochmal die Zeit zurück. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht. Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Na, ich hab ja nichts, oder? Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache, die Gläser bleiben heil. Ja, schon. Hab ich nichts gemacht. Vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät! Ja, Rufus. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Und noch eine Runde. Rufus, bist du da? Ja, doch. Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Ja, das bin ich. Komm her. Und? Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich. Du hast dich ja noch gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Weil du auch noch beugen kannst, Mann. Deshalb, du kannst einfach dort stehen bleiben. Da denkt keiner was dagegen. Echt nicht. Und es wäre auch nicht schlimm. Wenn du einfach dort stehen bleibst, stößt ja keinen. Komm. Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich. Du hast dich ja noch gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Na, wenn Stopp halt. Ja. Oh, da sind wir doch. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.